Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Yay! Seit dem letzten Mal haben wir zumindest soweit möglich noch A-Ränge in Missionen geholt, in denen wir bis jetzt nur B hatten. Bis auf Missionen, in denen es zu lächerlich ist oder welche, wo wir in Ruto eine bessere Waffe bräuchten. Ja. Außerdem war ich seit dem letzten Mal nochmal im normalen Story-Modus und hab mal unsere schwächlichen Charaktere ein bisschen aufgebessert und hab Medaillen für alle gekauft, damit wir endlich mal unsere ganzen Sachen ausgegeben haben und damit alle unsere Charaktere mal ordentlich ausgerüstet sind. Das hätte gute Ewigkeiten gedauert, das alles aufzunehmen. Ich glaube, das will keiner sehen, wenn wir einfach nur diese Medaillen reinhauen. Unter anderem haben jetzt halt viele auch ein paar von den Rüstungen, sodass sie ein bisschen weniger Schaden zumindest in den Kämpfen nehmen, wenn es denn für sie elementar vorteilhafte Kämpfe sind. Ja. Wir haben für ganz wenige Leute auch, dass die Items jetzt länger halten. Buja. Yay, aber sonst noch keins so weit, dass wir Enterhaken länger hält. Oh. Ja, doch. Das sind noch welche, die Enterhaken länger halten haben. Wow. Zum Beispiel bei Link, glaube ich, weil wir ja sowas wie Echsenschuppen nachgeschmissen kriegen und da konnte ich das einfach mal kaufen, ohne irgendwie Skrupel dabei zu haben. Achso, ja dann. Ja. Ansonsten habe ich halt primär so ein Kram wie Grabklauen und Ausdauerfrüchte und Festung schnell erobern gekauft. Ja, Dinge, die man auch mal braucht. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's in die nächste Mission. Hier vorne kriegen wir für den Sieg eine Flöte und wir brauchen A-Rang-Sieg mit Agneta. Ja, vor allem, weil es hier so ganz viele Waffen in der Nähe gibt, ist es vielleicht keine schlechte Idee. Ja, wir brauchen endlich mal die stärkeren Waffen für unsere Charaktere. Besiege alle, feine Stufe 4. Auf in die Schlacht. Außerdem hatte ich übrigens das Glück, dass während der Zeit, in der ich alleine gespielt habe, uns die Level 3-Waffe für Midna gedroppt ist. Der Schattenspiegel mit 280 Angriff. Jetzt ist endlich nicht mehr Link unsere einzige wirkliche Asswaffe. Ja. Und da ist sogar Erfahrung plus drauf, was sehr, sehr schön ist. Ja, immerhin für. Da ich aber mitten immer noch nicht so ganz umzugehen weiß, nehme ich trotzdem mal Link. Man sieht übrigens auch, dass unsere Mindestlevel jetzt 25 sind. Natürlich brauchen wir wieder den Briefträger, weil ja, klar. Ja, also, hör mal, wenn schon, denn schon. Master Schwert Link. Ja. Ja, und da wir Aran mit Agneta brauchen, schon habe ich mir auf jeden Fall sie hier. Hier oben haben wir Blitzbonus drauf, macht mehr Schaden, dann nehme ich auf jeden Fall. Wissen wir mal schon, dass es eine lichtelementare Waffe ist, aber Blitzbonus hat? Mhm. Weil ja, eben auch welche von ihren Angriffen blitzelementar sind. Warum auch nicht? Ja, eben, warum hat man wenigstens ein bisschen Varianz drin. Ja. Aber ich will nicht unbedingt eine Waffe bauen, die nur Lichtbonus, Blitzbonus, Unsinn, Elementarbonus und so einen Scheiß hat. Ja. Ist auch weniger nützlich. Siege die Feinde. Das sieht wieder nach so einer Mission aus, wo wir in Fort nach Fort latschen und... Ja. Also Pfeil und Bogen finden. Das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Das sind Frost-Nachtschwärme. Oh nein. Was sollen wir nur tun? Ja, und der normale Nachtschwärmer. Ultimative Attacke! Der andere fliegt einfach nur gerade quer durch die Luft. Das dauert eine ganze Weile, bis Agnetas Attacken endlich mal durch sind. Ja. Aber das kennst du ja. Ja, das kenne ich ja. Dauert immer eine Weile, aber... Dann ist es irgendwann mal soweit. Ah, schauen wir mal, vielleicht finden wir auf dem Weg irgendwas Interessantes im Gras. Ich glaube irgendwie, mein Gamepad hat einen Knall. Wieso? Bei mir stellt sich ab und an einfach die Karte um. Ich weiß nicht warum. Das solltest du normalerweise nur tun, wenn du das Steuerkreuz hast. Ja, ich weiß, aber da gehe ich nicht dran. Das tut's einfach so zwischendurch. Das habe ich auch, als ich alleine gespielt habe, habe ich das zwischendurch gemerkt. Das ist ganz merkwürdig. Plötzlich schießt das Masterschwert meinen Kerl hoch. Gegners? Da vorne fliegen die Gegners. Ja. Komm einfach gar nicht runter, wenn du sie angreifst. Diese Mission hier wird extrem einfach dank dem Masterschwert. Wie das mit dem Masterschwert schon mal so ist. Also extrem, extrem einfach. Aber warum ist die nächste Festung denn so dermaßen weit weg? War das wirklich programmiertechnisch notwendig? Offensichtlich. Wenn das wirklich nur so Missionen sind, wo man Festung macht, dann muss man so einen Unfug doch nicht machen. Ja, Laufarbeit. Oh schön, ich bin genau zu weit weg. Stirb, die Kuranja. Der Steinmeister, der Frost-Nachtschwärmer und der Nachtschwärmer wurden alle gesichtet. Ich habe bisher die Kuranja gerade Level hochgehalten. Auch schön. Ja, die Dekoranien geben immer unglaublich viele Erfahrungspunkte, ist mir aufgefallen. Dafür, dass du einfach nur einmal mit dem Bogen drauf zu schießen brauchst, ja. Das ist ziemlich übertrieben teilweise. Go, Herkuleskäfer! Boom! Wir hängen da vorne gerade alle zusammen so schön in der Ecke. Ich habe ein Viertel Herz Schaden. Moment, ich muss mal eben heilen, damit ich wieder meinen vollen Angriff habe. Moment, mal kurz einen Trank trinken. Ich habe keinen Trank getrunken, ich habe eben so einen roten Krug geöffnet, aber... Ich habe für ganz wenige unserer Charaktere sogar schon gekauft, dass sie jetzt dreimal aus der Flasche trinken können. Wow. Das ist ja so brutal, dafür Gold-Items verwenden zu müssen, dass du dreimal einen Schluck nehmen kannst, aber naja. Wir haben inzwischen sogar eine ganz gute Auswahl an Gold-Items gehabt. Wir hatten sogar zweimal Girahims Schärfe. Das war richtig was Tolles.
Glitzer, Glitzer. Es war nicht besonders schwer, diesen Arak zu holen. Ich habe auch einmal das Gold-Item von Ganon selbst gekriegt im letzten Kampf. Dadurch konnten wir für Link was Schönes Goldenes kaufen. Ganons Hauer. Yay! Yeah, yeah, ein Herzteil. Sammle 4. Das Übliche. Naja. Agneta freut sich. Ja. Manchmal weiß ich nicht so richtig, wie das berechnet wird bei den Charakteren, wann die neue Herzen kriegen. Die kriegen auch durch Level-Ups neue Herzen. Für Link haben wir tausende von Herzteilen und Herzcontainern in der Story gesammelt. Aber andere Charaktere, für die wir praktisch nichts gesammelt haben, die nur ein paar Level haben, haben auch mega viele Herzen. Ja, weil Link dann halt durch die, weil er eben so viele Herzen durch den Story-Modus kriegt, entsprechend weniger durch seine Level-Ups bekommt. Das ist irgendwie komisch. Ja. Wir haben eine Flöte bekommen, ist das nicht toll? Yay, Flöte. Guck dir das an. Katos Flöte halten. Und zwei Zugänge zu neuen Waffen. Ja. Schauen wir mal, was wollen wir denn machen? Hier brauchen wir Eispfeile. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen mit Eispfeilen spielen, bevor wir da rankommen. Und hier brauchen wir das Kraftarmband auf dieses Grab. Ja. Grabschänder, einfach mal Grabseite geschoben. Ja. Wir sind überhaupt nicht schändend. Hier bekommen wir genauso wie auch im ursprünglichen Zelda-Teil das Level 3-Schwert für Link. Das gab es genau an dieser Stelle ursprünglich auch das Level 3-Schwert. Wir haben das Level 2-Schwert schon, oder? Ja, das haben wir in der Story gekriegt. Entscheidungsschlacht, Ausrufezeichen, Twilight Princess. Und hier unten haben wir besiege alle Riesenmonster der vorgegebenen Zeit, Stufe 7. Stufe 7, okay, holen wir uns erstmal die Waffe. Ja, wir holen uns am besten erstmal die Waffe. Weil wir werden es sowieso nicht benutzen, aber... Egal, wahrscheinlich auf nicht, Schlacht. Aber trotzdem. Ja, begrenzt auf Link, also... Schon wieder. Ja. Briefträgerzeit! Yay, Briefträger-Time! Und dann nehme ich natürlich wieder das Master-Schwert, weil das ist am einfachsten. Ja, logischerweise. Ja. Keine elementaren Vorschläge, die wir hier haben. Ja, du hast die freie Auswahl. Dann nehme ich einfach mal Pyroma, weil der noch mit zu unseren Schwächsten gehört. Ja. Ich habe den Erfahrungsring dafür. Und weil, warum nicht, ne? Ja, wenn du sowieso Link bist und alles niedermettest, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Das da ist... Hier bekommen wir einen Erklärung für den Medaillenschmied, weil wir die noch nie gesehen haben im Spiel. Ja, da habe ich jetzt nur schon Stunden um Stunden drin verbracht, um die ganzen Medaillenmaterialien, die wir gesammelt haben, auszugeben. Ja. Und ich noch zusätzlich gesammelt habe. Ja, schön mal wieder in der Ranell-Schlucht, da waren wir auch so selten. Oh wait. Immer noch die Missionsarena, die wir am häufigsten im Story-Modus sehen mussten. Ja. Die ich auch in der Story dann wieder sehr häufig wieder gesehen habe. Besiege Midna. Das sollte machbar sein. Da ist doch schon ein Zanto, der auf mich zugeht. Psst. Ah, Pyromus mit seinem Energiestrahl so lustig. Leider ist der Energiestrahl gefährlich zu benutzen im Story Adventure-Modus, weil ich da anfällig gegen Angriffe bin. Ja. Wenn es dann doch noch darum geht, A-Ränge zu sammeln. Ja, dann benutze ich lieber irgendwelche Angriffe, wo ich nicht unbedingt getroffen werde von den Gegnern. Muahahaha. Na, nicht so, ne? Erobere die Festung und schwäche den Feind. Ja. Das hatte ich sowieso vor, also warum nicht? Ja. Zanto schon mal tot. Das hat nicht lange gedauert. Ist ja auch nur Zanto. Hat Olle Huhn. Der sowieso von allen Charakteren den meisten Schaden nimmt, weil er am seltensten seine Schwachengleise zeigen lässt. Ja, inzwischen habe ich Zanto ja auch mal gesehen, wie er sich spielen lässt. Wir haben ihn ja beim letzten Mal freigeschaltet, auch wenn wir ihn bis jetzt noch nicht benutzt haben hier. Aber ich weiß jetzt, wie er funktioniert und jetzt verstehe ich auch, warum er so merkwürdig ist, wenn man gegen ihn kämpft. Ja. Also abgesehen davon, dass Zanto sowieso merkwürdig ist. Ja, so abgesehen von der normalen Merkwürdigkeit von Zanto. Abgesehen von seinem... Ja, jetzt lass mir wieder den Mond fallen. Mond! Ja. Die Befestiger rücken auf die feindlichen Festungen vor. Oh nein! Zur Stärke. Dann besiege die Befestiger. Oh, die Befestiger ist eine Nimbus-Garde, das ist ja. Ja, aber es ist hardcore. Was sollen wir nur tun? Alle beide. Ja. Die manchmal gar nicht mal was Schlechtes machen. Die sorgen halt dafür, dass es schwieriger ist und länger dauert, die Festung einzunehmen. Das heißt, man bekommt mehr Kills. Also sprich, man muss halt mehr Kills machen, um die Festung überhaupt einzunehmen. Eigentlich keine schlechte Sache, ja. Ja, so grundsätzlich. Wenn man nicht gerade unter Zeitdruck steht, eigentlich keine schlechte Sache. Ich habe da gerade was Master-Schwertiges anfliegen gesehen. Das heißt, ich lasse das mal mit dem weiterkämpfen. Huch, was. Ich wollte eigentlich die Festung da so links von uns einnehmen, aber da sind keine Gegner gespawnt, weil hier hinten einfach alles gespawnt war. Da war wirklich null Gegner in der Festung. Da habe ich mir gedacht, na komm, dann kannst du hier erstmal ein bisschen aufräumen. Dann gehst du mal kurz da raus, mal eben die Befestiger erledigen. Dann geh ich so lange hier vorne in die Festung. Den anderen Befestiger, der schon in der Festung unten drin ist. Hast schon geschafft? Oh, da war noch einer. Oh, wie fies. Ja, aber es dauert eine Weile, bis die tatsächlich das mal fertig sind mit dem Befestigen, von daher. Brauchen wir uns da keine großen Sorgen drum machen. Dann laufe ich da unten mal so lange hin. Ich laufe mit einer normalen Nimbus-Garde, die ist tot. Weil du wahrscheinlich da unten die Befestiger schon tot hast.
Leider der Befestiger verstärkt eine neue Festung. Leider mache ich gar nicht so übermäßig viel Schaden mit Pyroma. Ich befürchte irgendwie, also entweder ich bin einfach zu schwach, weil ich auch nicht gerade die stärksten Waffen mit Pyroma habe, oder die sind selber einfach Dunkelheitselementar und deswegen mache ich einfach weniger Schaden an denen. Es kann sein, dass die Nimbusgarden Dunkelelementar sind. Ich wollte sagen, was ich mir bei den Nimbusgarden eigentlich ganz gut vorstellen könnte. Die sehen sehr dunkel aus. Nur weil sie schwarz sind. Heißen sie im Englischen auch Dark Nuts. Ja. Oh, ich habe gerade aus Versehen einen ziemlichen Schlag von denen abgekriegt. Das war jetzt gar nicht so gemütlich. Und der Befestiger wurde besiegt. Sollte ein bisschen aufpassen hier. Die Verstärkung der Festung wurde verhindert. Ja. Pyroma zu spielen ist so lustig. Ja. Er hat so ein lustiges Gemüt. Er ist immer sehr positiv. Und der Festungskommandant ist aufgetaucht. Ja, der hat zumindest sehr viel Spaß an seinem Ableben. Er ist ein Geister. Ja. Das muss man ihm zumindest lassen. Das muss man ihm lassen, ja. Festungskommandant, bitte stirb. Dankeschön, diese Festung gehört uns. Ja, halt die Klappe, Proxy. Proxy muss einfach ihren Senf dazugeben. Oh, hier sind zwei Stoßtruppen in unserer Festung. Hier sind da keine Stoßtruppen mehr in unserer Festung. Da unten läuft irgendwie ein Dino-Dor rum, glaube ich. Was macht denn Dino-Dor hier? Irgendwo muss ein Magus sein. Ach, in der Festung, die du gerade eingenommen hast, ist ein Magus gespawnt. In der Festung, die ich gerade eingenommen habe, ja. Das ist ja... Ja, weil plötzlich neben mir Gegner gespawnt waren. Und dann auch schön stand, der Magus hat unweit von Link Bullbeans beschworen. Tatsächlich. Jetzt ist hier plötzlich ein Magus drin und hier ist keine einzige verbündete Einheit in der Festung. Und der Magus ist außerdem ebenfalls eine Nimbusgarde. Meine Fresse. Ja, man wollte mal wieder ein paar Schmiedematerial für Nimbusgarden verfügbar machen, scheinbar. Offensichtlich. Ist doch auch schön, die sieht man ja auch so selten. Wir hatten zu wenig Nimbusgarden im Spiel. Ja. Mächtige feindliche Truppen wurden entsendet. Gut, dass er sowieso gerade runter wollte. Eine Mission, nur Nimbusgarden. Der Westruinenraum steht kurz davor zu fallen. Schau mal, greift irgendwas unseren Westruinenraum an. Ich habe aber gerade keine Zeit und keine Lust, da hochzurennen und nachzugucken. Westruinenraum? Ist das nicht das, wo ich gerade bin? Nee, ich bin in der Westruine. Der Westruinenraum ist direkt unter unserem Hauptquartier links. Ja, achso, da oben ist er auch nicht los, ja. Na, ich geh mal hoch. Ich hab nichts Besseres zu tun. Ich hoffe, die Westruine verteidigt sich irgendwie gleich mit unseren Einheiten, da sieht nichts Großes mehr drin, das irgendwie stören sollte. Was ist hier vorne für eine Party? Hey, eine rot-goldene Kiste. Wow, plötzlich Dinodorus. Wo kam der her? Das ist wahrscheinlich der eben von mir abgehauen ist. Du hast den Feind geschwächt. Ein Teil von der Truppen von Midna rückt in Richtung deines Hauptquartiers vor. Frechheit. Neue Mission, besiege den feindlichen Feldmarschall. Könnte das Midna sein? Ich weiß es nicht. Niemals. Auf gar keinen Fall. Mission war ja gar nicht. Besiege Midna und Twilight Princess Showdown und so. Vorsicht. Katzi. Eine Animation. Ja. Sieh mal, wie der Briefträger eine Schatztruhe öffnet. Und seine Fahne in die Truhe reinhängt, während er das tut. Ja, außerdem haben wir ein Herz erhalten. Sammle 4. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht mehr, was das für Schätze gab. Gab es das Skulpturlass? Nee. Was gab's für Schätze? Gab's da noch einen Herzcontainer für dich? Ich glaube, hier gab's noch einen Herzcontainer für mich, ja. Agneta ist hier oben drin und ist schon scheintot. Link hat die Dinodorus getötet. Yay. Wir haben nur noch eine einzige. Wir haben nur noch eine einzige Festung, die wir noch nicht eingenommen haben. Sollte es noch einen Herzcontainer geben, kann er auf jeden Fall nur noch an einer Stelle sein. Das macht die Sache einfacher. Juk! Sie beleidigt mich als Käfer und sie schlägt keine Käfer. Ja. Ja, typisch Agneta-Sprüche, machen einfach in sich keinen Sinn. Ja. Oder Käfersammlerin mit nur 12 Flaschen und sonst nichts. Ja. Nichts Besseres beschwören kann, als das, was sie mit sich rumschleppt. Ja, dann gucke ich mal, dass ich die Westruine hier eingenommen kriege. Ich schaue mal im Westraum vorbei, weil da ja irgendwie in dem noch irgendwas zu tun ist in der Westruine. Die Westruine habe ich ja schon 1000 Mal aufgerannt, aber da kommen andauernd neue Einheiten rein. Ja. Ich habe momentan 300 Kills. Okay, sind wir also etwa bei 1000. Da ich mich andauernd um Nimbusgarden kümmern muss. Und ich die leider nicht so schnell töte wie deine Lichtwaffe. Nein, die Dinodorus hat uns gut Schaden gemacht. Nein. Ich habe keine absolut überpowerte Waffe mehr. Jetzt habe ich nur noch eine überpowerte Waffe. Ist nicht so gut. Ich habe eben relativ viel Schaden im Kampf gegen die Nimbusgarden genommen. Ich baue darauf, dass du einfach keinen Schaden nimmst. Ich bin jetzt bei insgesamt 1,5 Herzen. Es könnte schon gefährlich werden jetzt. Ich hoffe mal, wir haben ein bisschen mehr Toleranz als nur so 4 Herzen. Ja. Und sonst haben wir die nämlich überschritten. Werden wir sehen.
Sonst muss ich diese Mission halt mal ohne Paroma spielen, weil Paroma ist einfach ein bisschen zu gefährlich. Ja. Was Schaden angeht. Ja, das große Problem mit Paroma ist, dass er halt mit seinen Angriffen sich nicht bewegt. Ja. Dann steht er halt immer nur. Wenn dann Gegner hinter einem stehen, dann greifen die doch ganz gerne mal einfach in den Rücken an. Eben. Was ist denn hier für eine Party los? Eine Bockblin-Party ohne Gayraheem. Oh nein! Bockblin-Partys ohne Gayraheem? Ja, ich weiß, dass es die überhaupt gibt. Ja. Das ist Verrat an der Sache. Allerdings. Wir müssen auch nur noch Midna töten, oder ist hier noch irgendwas Interessantes? Nee, nur noch Midna. Da in dem Westraum da keine Schatztruhe war, scheint sie auch nicht mehr zu geben, weil scheinbar doch nur das eine Herzteil. Gut, dann können wir uns ja zufrieden da dran begeben. Oh, hier sind Schlossdrücken. Ja. Wir haben ja inzwischen über 1200 Kills. Zusammen, da ich jetzt bei 950 bin. Ich bin jetzt bei 384. Ja, damit. Gyptos! Damit haben wir es auf jeden Fall und du hast einen sehr großen Großteil. Nick hat den Gypto besiegt. Ja gut, ist mit dem Master Schwert auch nicht so schwer, den Großteil der Kills zu holen. Ich renne dann mal hier rein und mache eine Magieattacke auf Midna, dann kannst du sie gleich niedermetzen, wenn ich ihre schwachen Geister raus habe. Aber erstmal meinen Energiestrahl drauf, weil der ist lustig. So, was ist noch gleich meine ultimative Attacke mit ihm? Ah ja, Wallmaster. Okay, auf ihn mit Gebrüll, dann sollte sie eigentlich schon gut wie tot sein mit deiner Lichtwaffe. Ich mach auch noch mal einen Finisher. Spezialattacken habe ich auch noch. Ich habe überhaupt nichts benutzt während dieser Mission, was meine Spezialattacken so angeht. Von daher, alles auf die arme Midna. Nochmal, Spezialattacke. Ja, ich mach nochmal Magie an, weil warum nicht? Boom, ja, sie ist leicht overkillt worden. Ja, sie ist nicht dazu gekommen, sich auch noch ein einziges Mal zu bewegen. Also, es hat gut funktioniert. Ich werde eine Siegeshymne anstimmen. Schick war auf der Stage, was? Das übliche Problem, ne? Ja. Was? Da war irgendein verbündeter NPC? Ich find's schön, wie gerade die Cutscene, dass die Schatztruhe gespawnt ist, schön diesen Magie-Umriss drumherum hatte, weil ich noch Magie anhab. Das ist eine versiegelte Waffe. Sehr schön, sehr schön. Was könnte es nur sein? Das wurde uns ja gar nicht schon versprochen am Anfang der Mission. Ja. Das Briefträger Link macht nochmal fette Explosionen um sich rum. Weil warum nicht? So wunderschönen Zelda-Flügel. Ja. Wir fliegen dahin in die nächste Mission. Ja. So, und haben wir den A-Rang? Ja, locker. Ja, sonst hätten wir Schwert nicht gekriegt. Ach, das Waffe halt, magisches Schwert. Ja, alle Waffen sind A-Rang, A-Rang-Belohnung, wenn sie nicht Level 1 Waffen sind. Zum Schwert gehört auch ein Schild. Mit dem starken Angriff fügst du mehreren Gegnern lichtelementaren Schaden zu. Halte X gedrückt, um eine Wirbelattacke auszuführen. Das wussten wir noch gar nicht. Nee, also das Schwert haben wir noch nie gesehen. Das ist aber eine 280 Waffe. Mit dem magischen Schwert und 6 freie Slots. Ja, ne, aber wir haben das Master-Schwert, also bläh. Ja. Sehr bläh. Also wirklich nur so halbwegs nützlich. Erst dann nützlich, wenn man tatsächlich da die eine bessere Waffe findet, so 5 Sterne und dann da auch gute Sachen reinschmiedet. Hast du gerade etwa den Alles-Aufnehmen-Button gedrückt? Ja. Frechheit. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Was soll das denn? Ja. Ich bin zutiefst beleidigt. Ja, jetzt haben wir hier Impass-Level 3 Waffe. Da brauchen wir ziemlich sicher Grabklauen. Ja. Nicht so schwer, das herauszufinden. Ja, dann buddeln wir hier einmal. Ja. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Level 3 Großschwert, also Bikeron-Schwert. Ja. Gibt's einen Herzcontainer und ein Herzteil? Was war denn in der vorherigen Mission jetzt eigentlich für Belohnung? Okay, es war wirklich nur das eine Herzteil. Ja. Naja, gut. Mir auch recht. Nochmal als nächstes hier mit einer Impass-Waffe. Vielleicht holen wir uns auch erstmal noch den Eisfall, damit wir direkt danach dann, nach der Mission, dann die Mission noch machen können. Okay. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Ja. Dann würde ich sagen, holen wir uns dann doch als erstes hier den Eispfeil und brauchen einen A-Rang mal wieder mit Agneta. Juhu, mehr Agneta spielen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir Waffen sammeln. En masse. See ya. Aloha.